Willkommen zu einem weiteren Video des Projekts Auf Distanz Goes Baikonur. Und das ist so ein bisschen ein besonderes Video, denn es ist das letzte Video vor dem Start der Reise. Es ist jetzt 19.01 Uhr am 29. Mai und morgen früh um 5.04 Uhr geht mein erster Zug. Das heißt, das wird eine eher kurze Nacht. Und dann wird es mich erstmal nach Köln verschlagen mit der Deutschen Bahn. In Köln stößt dann der Pablo zu mir, mein Reisepartner und Sponsor. Und gemeinsam reisen wir dann zum Flughafen Frankfurt am Main. Und um 13.30 Uhr mittags geht es dann los, dass wir den Flieger nehmen nach Astana, der kasachstanischen Hauptstadt. Da kommen wir dann an, ungefähr, wenn alles klappt, um 19 Uhr abends nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir verlieren allerdings ein paar Stunden, das heißt, wir werden 23 Uhr Ortszeit dort ankommen. Also im Moment haben wir dann 4 Stunden Unterschied. Das liegt auch daran, dass Kasachstan keine Sommerzeit hat. Also wenn wir Winterzeit haben, dann ist der Unterschied 5 Stunden. Und wenn wir Sommerzeit haben, dann wird der Unterschied 1 Stunde weniger. Mir soll es recht sein. Ich hoffe, der Jetlag, der wird nicht ganz so ausgeprägt. Ja, was ist ansonsten so passiert die letzten Tage? Es gab noch ein paar Unterstützungen per Überweisung und auch auf der Indiegogo-Seite. An allen, die sich da beteiligt haben, nochmal vielen herzlichen Dank. Die Kampagne läuft noch ein paar Tage weiter. Wer noch möchte, kann natürlich noch. Aber ansonsten geht jetzt erstmal die Reise los und ihr habt es möglich gemacht. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und natürlich auch an meinen Sponsor, an die Bewuter. Ja, gleich wird noch der letzte Check-in, der Online-Check-in bei der Fluggesellschaft stattfinden. Da muss ich mich eben koordinieren mit dem Pablo, weil wir eben Passdaten eingeben müssen. War jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal geflogen bin, glaube ich, noch nicht notwendig gewesen. Aber gut, da klicken wir uns dann gleich auch noch irgendwie durch. Und ansonsten herrscht ja eigentlich die ganz normale Gepäckpanik. Oh, wie soll ich das alles mitkriegen? Aber das wird lösbar sein und dann geht es dann morgen früh los. Der Wecker geht um 3:30 und dann geht es in die Nachbarstadt, wo der Bahnhof ist, denn Personenverkehr findet hier nicht statt, zumindest noch nicht. Aber schauen wir mal. Dann haben wir das finale Programm bekommen vom Reiseveranstalter. Das heißt, wir werden ja erstmal ein paar Tage in der kasachstanischen Hauptstadt Astana verleben. Für die Leute, die noch einen Tag eher anreisen, wo wir jetzt auch zugehören, wird noch ein Programm, ein optionales Programm angeboten, so eine Art Stadtrundfahrt. Da schauen wir mal, was das ist. Denn am zweiten Tag für uns ist sowas eh auf der Liste und im Prinzip auch schon mitbezahlt. Und da müssen wir mal gucken, wie viel Verdopplung da drin ist oder ob wir sagen, okay, wir machen den ersten Tag einfach auf eigene Faust und schauen uns einfach selber mal eben um. Aber davon werde ich natürlich dann berichten auf der Projektwebseite horizons.aufdistanz.de und während der Reise möchte ich auch twittern, sofern das alles klappt, unter dem Twitter-Account adisbaikonur. Ich sagte gerade, wenn das alles klappt, das ist nämlich die Geschichte, wir sind nicht im EU-Ausland, sondern außerhalb der EU. Und das heißt, wir haben es mit also erheblichen Roaming-Gebühren zu tun. Die sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Und ich habe mich so ein bisschen reingelesen. Es scheint so zu sein, dass man vor Ort einfach sich eine SIM-Karte besorgen kann mit 15 GB Guthaben und das Ganze ausgesprochen preiswert ist, deutlich unter 10 Euro. Und wenn das klappt, ich habe für den Fall ein zweites Mobiltelefon dabei, da stecke ich die dann rein, schmeiße dann Twitter-Client drauf und dann wird von dort auch getwittert. Und zwar ohne, dass die Sache gleich die Welt kostet. Aber von dieser SIM-Karte hängt so ein bisschen die Sache ab von unterwegs, wenn wir jetzt gerade irgendwo von einer Sehenswürdigkeit stehen. Ansonsten muss es sich beschränken auf abends im Hotel mit WLAN. Aber dieses Mobilfunk, die Nutzung von Mobilfunk von unterwegs, die ist schon sehr fest eingeplant. Also da werden wir auf jeden Fall versuchen, dass wir so etwas auch geregelt kriegen. Ja, am Tag 3 ist dann der Transfer über einen innerkasachstanischen Flug zur Stadt Kyzylordar. Und von dort werden wir eine Busfahrt haben, die anscheinend ungefähr 3 Stunden dauert durch die Steppe.
Und das Ziel dieses Tags ist dann Baikonur. Und da ist dann der Weltraumbahnhof Baikonur auch nicht mehr weit. Und dann geht es los, dass dieses Programm sehr intensiv raumfahrtlastig wird. Wir werden also das Buran-Museum uns ansehen. Wir werden Städten sehen, wo Juri Gagarin sich aufgehalten hat. Aber davon erzähle ich dann in den Videos und zumindest im Podcast von unterwegs, so gut es geht, Tag für Tag aktuell. So ist es geplant. Für jetzt möchte ich dann erstmal Schluss machen. Das Video muss ja auch noch ins Netz und dann werde ich so allmählich mal hier den Abend auch beschließen und versuchen, ein paar Stunden Schlaf zu finden. Es ist deutlich über 30 Grad im Moment, das heißt, die Nacht ist der Schlaf ist ein bisschen mau und ich bin ziemlich aufgeregt wegen der Reise. Das kommt jetzt noch oben drauf. Also, wenn ich ein paar Stunden Schlaf kriege, bin ich schon ziemlich zufrieden. Das wär's für dieses Mal. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinschauen und bis bald aus Kasachstan.